Scheiße, Mann. Oh. Ah. Toll, ich hab dir überhaupt keine Hunde mehr. Wie scheiße. Oh nein, richtig. Mann, du Pisser! Mann, so ein Dreckscheiß. Warum muss ich auch hier keine Muni mehr haben, Alter? Was ist da in die Luft geflogen? Überhaupt fucking Scheiße. Man sollte nachts auf keinen Fall durch den Dschungel cruisen. Gar nicht mehr zur Ruhe, ey. Boah, gibt euch das, Alter, alles ausgebrannt. Shit. Ich hoffe, der Wagen, der fährt. Ich fahre jetzt erstmal, boah, guck euch mal hier die Schafe. Das wird zu Arsch, ja? Seht euch das mal ein, alles ausgebrannt. Krass, man. So, das ist meine Kiste. Und so sieht aus wie Pferde noch. Medizin herstellen. Okay, ich muss neue Kräuter sammeln. Immer schön sammeln, meine Herren. Eigentlich kein Jagdinstinkt, aber ja, von mir aus habe ich einen Jagdinstinkt. Der Tod war nicht umsonst. Jo, kann man auch gut gebrauchen. Das ist ein Zivilist.
der macht uns nix. Und wir ihm nicht. Du Fotze. Bleibst du da, du Schwein? Boah, das ist da rein. Ich weiß, das hat sich jetzt gar nicht gelohnt. Das war die überkrasse Munitionsverschwendung. Ja. Ich glaube, die hatten echt Angst. La, 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 la. Was möchtest du kaufen? Ach, die Brieftasche ist voll. Krass. Okay, da muss ich Munition kaufen für... Eieiei. Flammenwerfer, woo! Let it burn, bitches! Körperpanzer? Will ich haben. Ich hab ne Schutzweste,
Rettungstürme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Oh, ich danke dir vielmals. Wird nur neue Kontakte. Hat die Glück. Ein ganz Blatt. Aber etwas Schweineeffekt. Die teile ich gern. Okay, Zeit zum Dr. Earnhardt zu gehen. Sehr lustig. Ja, schon mal. 1, 2, 3, Aladome. Bro? Habt ihr auch frische Bananen? Hallo? Habt ihr frische Bananen? Ah, Toiletten-Action, I like. Yo. Ah, ich finde schon noch eure Bananen. Oh, ich finde noch eure Bananen. Eure Bananen. Wo ist denn der? Ach du Scheiße. Was ist denn der Pille, Mann? Ach, da hinten, ey, guck euch mal. Guck euch mal an, wo der Typ ist. Der ist hier. Fahren wir da jetzt auch mal hin, ne? Weit weg von zu Hause. Aber in meiner schusssicheren Weste habe ich eigentlich ein neues Ding für mich schon. Fucking Verbrecher. Gar nicht so einfach, die abzuhängen. Ich werde es schon noch schaffen. Oh, da geht's nicht runter. Da müssen wir jetzt etwas tricky tricks. Ah!
Mach die Radfresse kalt! Das wäre echt nicht safe, Leute. Wow. So, jetzt muss aber jetzt mal reichen. Hier gibt's nicht ein Schmerz! Es scheint hier echt irgendwie den hier zu finden. Boah, der Wagen hat über uns zersäbelt, ey. Ha, wie geil, man kann den echt die Reifen wegschnuspern. Ist ja nah. So, hoffentlich können wir jetzt mal hier ungestört weiterfahren. Fahr da nur hoch, um zu drehen. Ja, zu drehen, genau. Klappt aber nicht so, wie ich mir das dachte. Jetzt haben wir es. Oh fuck, was kommen die denn alle aus dem Weg, Penner? So, hier vorne links. Mann, jetzt flieg ich mal ab. Ohne so ein Schiff und alles. Also kein Wunder, dass hier viele Piraten sind. So. Oh, schönes Gebiet. Alter, das war gut. Oh, ein Raketenturm. Also ich meine, Ding. Wachturm. Scheiße. Nämlich neues Wasser zum Tee kochen. Rock, go. So, dann wollen wir mal da hochgehen. Vorher checken wir die Pflanze ab. Ich habe ja von D. Dennis gelernt, dass das da so, dass man das da so tun macht. Die Frage, wie kommt man da hoch, gell? So, hier schon mal nicht. Was halt auch geil ist, man kann hier richtig durch den Dschungel schleichen, sehr nice. Scheint besser zu funktionieren als in Far Cry 2. Da wollte ich nämlich voll einen auf Stealth Master machen und
Sobald man da einmal Glitch detected wurde, dann warst du aufgedeckt für den Rest der Welt. Oh, ein ziemlich vermosertes Plätzchen. Viermal besser aus, aber auch auf meiner geliebten Xbox 360, meine, das sieht doch echt schön aus. Ey. Aber wenn man hier mal runterguckt, kriegt man es mit der Angst zu tun. Pilze in der Tiefe. Hoffen wir mal, dass es nicht einstürzt. Also hoffen wir mal nicht, dass es einstürzt. Ah, die Sonne, sie blendet mich. Gern größer am Beutesack, aber ich glaube nicht, dass ich die Ressourcen dazu habe. Chuck, Chuck, bang, engaged. Oh, eine Artilleriekanone. Ein Boot. Ich glaub's ja nicht. Ein Boot. Das sieht fast so aus, als könnte man damit fahren. Ich glaub's ja nicht. Ich kann damit fahren. Ein Air Hive. Cool. Schön sich sogar da vorne die Sachen drauf. Schnell weg. Wir gehen ins Boot rein. Ja, ach so, da unten ist Zucker. Ach, hier unten ist Zucker. Was? Wo ist jetzt die Kopf drauf? Ja. Boah, wie geil.
Ist der eigentlich der Sauerstoff? Der Typ hat doch ein Surfbrett in der Hand, oder? So, normale Menschen, die landen hier an, an der gute alte Jay, der, jetzt kommt's, der anbugt, hä? Ganz genau. Das tut er. No bug, no an. Das ist mein Motto. Wunderschön, das sollten wir fotografieren. Oh, das ist kein Surfbrett, was der hat. Das sind brutale Kanonen, die der hat. Ich gehe. Mir zu gefährlich. So, hier steht ein Auto. War das meins? Nein. Wo bin ich denn gekommen? Doch, ich bin von hier gekommen. Das müsste... Oh. Oh, ich verziehe mich. Ja, jetzt bin ich von da gekommen, da stand mein Auto, aber jetzt steht es halt nicht mehr da. Tja, so kann es gehen. Dann nehme ich das. Wo muss ich langfahren? Die Straße da runter. Ich fahr jetzt mal hier einfach weiter. Das ist ja schon passiert. Aber er geht schon an. Ich bin so ein bisschen ein kleiner Treffen. Oder auf dem Berg. Ich will gar nicht an. Schön. Ach, das ist so toll.
erinnert mich an Gothic 4 in dieser Startinsel, wo auch dieser Wasserfall mit See ist. Das war auch richtig schön. Okay, Safe Squad. Das ist ja mal eine schöne Villa. Auch schön hier mit der Natur und so. Ja, einsame Spitze. Das ist ja auch so ein Versteck, ne? Vorhin habe ich sie noch gesucht. Jetzt habe ich sie gefunden. Frische Bananen. Jawohl. Alter, liebevoll, liebevoll. Die Sonne. Ganz. Gehen wir mal hier in dieses Gefällt Ihnen was davon? Ich persönlich mag ja die Roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die Gelben. Die bloß nicht. Die können auch töten. Die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich destilliere später noch eine Lache. Dann sollten wir da mal was? Wo wir gerade schon drin waren. Nee. Oh, Sie meinen das Mädchen. Daisy. Oh, Sie haben Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Alkohol. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Das hier. Da läuft die Sprinkleranlage schön. Da haben wir Elektro. Hart, Alter, was hier abgeht, das Spiel. Oh, ich stehe drauf. Jetzt im Winter ist es vielleicht nicht das richtige Setting, aber der Kontrast zum Winter, so gesehen, ist das Setting dann vielleicht doch genau das Richtige.
Tja, dann gehen wir mal rein ins Haus. So, die haben wir alle schon gesehen, aber ey, Bananen, okay. Okay. Ab nach oben. Ah, Tür ist auf. Oh, wie schön. Hey, sexy lady, lady. Verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift. Alles wird stinkig-schnackig, ne? Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Höhlenschwarm, die Tür auf. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Finde einen Weg in die Haare. Für sie und für mich. Ja, ja, okay. Sekunde mal eben. Nicht lang gekommen, oder? Bin ich, hallo, what? Leute, von der anderen Seite. Ja, ich weiß, sollte es vielleicht nicht tun. Ich werde es vielleicht auch voll bereuen, aber Action! Ich ziehe jetzt einfach hart nach links rüber. So. Sturzflug, Alter. Ist ja gar nicht so einfach mit der Karre zu landen, ey. Wow, bin viel zu schnell. Da ist die Insel. Und jetzt abspringen. Ja, wenn das mal nicht geklappt hat. Wo ist mein Segelflugzeug? Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Shit.
Aber vielleicht ist es bei alter nicht der Langsegel, denn ihr habt es gesehen, Mann. Seid stolz auf mich, was geht. Boah. Okay. Okay. Luft anhalten. Dr. Weiß hoffentlich, was er tut. Todessprung. Das ist mal neu. Ich mag ja die Roten. Hallo? Du bist wach. Vielleicht nicht ganz. Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Der Pfad führt ins Herz des Dschungels. Der Studi hat angerufen, ich habe die Rolle. Urlaub. Ich dachte, wir könnten die Erwachsenen drüber reden. Lisa, wir sind in Bangkok zusammen und ich kann nicht achten, wie schön du bist. Muss ich euch scheiße trennen, so wie eure Freunde? Ich hab dir versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Riley ist dein kleiner Bruder. Er sieht zu dir auf. Hey Jay, du kommst zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder?
Es tut mir leid, hab zu tun. Du bist ein echtes Naturtalent. Grant? Pilze. Da ist einer. Cool. Der hat wohl schon einmal eine kleine Party gemacht. Heute muss er ja, ich kann da noch keinen größeren herstellen. Wow, wie lange war ich da unten? Irgendwo da oben. Mit viel Glück kommst du da bis Platz. Ah, es geht also auch. Das ist gut. So, weiter geht's. Mit etwas Glück haben wir es gleich geschafft. Hallo? Die Tür ist zu. Die Tür ist auf. Ah,
Oh, Jason, was für eine Überraschung. Ich habe was Feines für uns gebraut, während Sie weg waren. Oh ja, und das Mädchen ist jetzt... Sie ist jetzt wach. Sie hat aber starkes Fieber. Wo sind denn meine kleinen Freunde? Oh ja. Die habe ich schon genommen. Ja. Ich habe die Pilze. Wunderbar. Geben Sie her. Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten. Los, sehen Sie nach ihr. Yo, Tip Day 6. Fliehen, das macht mich glücklich. Der Doktor ist echt ein Freak. Ach, der ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Da wurde ich ohnmächtig. Der Doktor hat mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist? Grant, er... Hör auf! Daisy. Nein! Es tut mir so leid. Also, das war's dann? Ich im Miau. Was ist das? Kommst du hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ja. Ganz sicher? Geh. Jason, wer immer es war, der Grant getötet hat, er verdient den Tod. Können wir reden? Aber natürlich. Vielen Dank für Ihre Rettung. Ach, gern geschehen. Aber vier meiner Freunde und mein kleiner Bruder fehlen noch. Wenn ich sie finde, kann ich sie herbringen? Auf keinen Fall. Ich kann mir nicht erlauben, Vaas Gefangene aufzunehmen. Das Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Dann ist es der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor. Er muss die anderen herbringen. Sonst werden sie sterben. Agnes, dir kann ich nichts abschlagen. Natürlich können sie bleiben. Oh, ich werde eine doppelte Dosis brauchen, um mich zu beruhigen. Ich komme klar. Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Jason, mein Freund. Meiner Freundin. Ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason. Die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Patau wird dich weiterbringen. Macht. Da weiß der gar nicht hier.
Chuck. So. So, dann stellen wir uns jetzt mal hier so gechillt hin. Schau mal raus, ne? Sehen wir uns in einer nächsten Folge wieder mit und von Jay von Jayzuck.de. Ciao. Hat mich gefreut. Bis später, ne? Tschüssi.